Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video Leben in Ungarn. Heute geht es wieder um das Thema Hauskauf in Ungarn und ja, wo es eigentlich die beliebtesten Plätze bzw. beliebtesten Komitate, denn in Ungarn heißen ja, die Bezirke heißen Komitate und wo es da die beliebtesten Komitate bzw. Plätze gibt, die zum Beispiel Deutsche oder Österreicher auch bevorzugen. Und das sind natürlich die Grenzgebiete zu Österreich. Und dann besonders beliebt bei Deutschen ist der Plattensee. Und ja, da muss man eben dann auf die Komitate schauen. Und ich werde euch dann auch noch in diesem Video gleich im Anschluss eine Webseite zeigen, die heißt Jofogage. Das heißt so viel wie übersetzt guter Fang. Und dort, das ist eigentlich Ungarns größtes Kleinanzeigenportal und dort gibt es sehr viele Angebote für Häuser, die man kaufen kann, also die verkauft werden. Und da findet man auch sehr günstige Häuser. Natürlich kommt es auch an, in welchem Bezirk bzw. Komitat man das Haus sucht. Denn zum Beispiel im Grenzgebiet, im Komitat Wasch, das ist mit der Bezirksstadt bzw. mit der größten Stadt, das ist Szombathely dort, und das ist der ganze Grenzgebiet zu Österreich. Dort sind natürlich die Häuser teurer als wie zum Beispiel ein Komitat weiter unten, das ist der Komitat Salla. Dort ist die Hauptstadt Salaegerszeg und ja, dort findet man relativ günstiger Häuser mit Grundstück, mit großem Grund als im Komitat Wasch. Und ja, die Seite Jofogage werde ich gleich vorstellen, aber noch einiges zu den Bezirken. Also Grenzgebiet zu Österreich, da sollte man auf jeden Fall Komitat Wasch suchen, Häuser suchen bzw. Angebote suchen, oder wenn man es etwas günstiger haben möchte, aber trotzdem noch grenznah, dann kann man auch im Komitat Salla suchen, aber im oberen Teil. Das werde ich auch noch zeigen. Wenn man aber zum Beispiel Plattensee sucht, da hat man die Möglichkeit, in drei Komitate zu suchen. Salla ist ebenfalls ein kleiner Teil vom Plattensee. Dort ist zum Beispiel Kesthei dabei. Das ist auch eine sehr beliebte Stadt bei Deutschen. Die ziehen dort gerne hin. Dann, wenn man den Nordufer vom Plattensee Haus kaufen möchte, dann ist Komitat Wesprém wichtig. Dann sollte man dort suchen. Die Norduferseite ist auch günstiger als die Süduferseite, denn die Süduferseite hat den ganzen Tag die Sonne. Also dort ist das Ganze auch ziemlich gut ausgebaut mit freien Stränden, mit Hotels und so weiter. Und die Südseite, da muss man eben im Komitat Somogy suchen. Aber auch das zeige ich dann jetzt gleich im Anschluss in diesem Video. So, schauen wir uns jetzt einmal die Komitate an, die in Frage kommen. Also hier Wasch, das ist das Komitat, das die Grenze zu Österreich teilt. Auch hier Dyör, Moson, Sopron ist mit der Grenze zu Österreich, aber dieses Komitat Wasch ist sehr beliebt. Und dann hier der obere Teil vom Komitat Salla. Das ist auch noch grenznah. Schauen wir uns das auf der Landkarte an. Also hier beginnt Komitat Salla und das ist Wasch.
Hier ist die Grenze zu Österreich. Also von hier gelangt man noch relativ schnell nach Österreich rüber. So, und wenn man am Plattensee wohnen möchte, auf der Nordseite, dann kommt Komitat Veszprém in Frage oder eben auch Salla. Das ist dieser kleine Teil hier. Und wenn man auf der Südseite ein Haus kaufen möchte, dann ist Chomutov wichtig. So, und jetzt schauen wir uns die Seite Jófogás an, was ich schon gesagt habe. Das heißt so viel wie guter Fang. Und da muss man eben hier entweder auf Ingatlanok oder hier auf Ingatlan. Das sind die Häuser. Ich drücke hier einmal. Und dann Elado, das heißt zu verkaufen. Und hier muss man umstellen auf Haus. Das bedeutet Haus. Und wenn man es so belässt, dann sucht es in ganz Ungarn. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel Komitat Vas. Und alles andere, das wäre hier die Stadt, dann der Preis. Und Quadratmeter. Das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Und dann einfach drücken. Und wie gesagt, das ist Bezirk, das eigentlich teurer ist als der Komitat Komitat Salla. Dort findet man günstigere Häuser, aber dafür, ja, findet man hier auch Häuser, wo man eigentlich überhaupt nichts mehr renovieren muss. Schauen wir mal, was finden wir hier, was relativ günstig wäre. Also hier hat man zum Beispiel in Szombathely, das ist die Bezirkshauptstadt, vom Komitat Vas um knapp 30 Millionen ein Haus, das wäre ungefähr ja, knapp unter 100.000 Euro. Aber dafür hat man hier ein Haus, wo man ja eigentlich nichts mehr machen muss, nimmt den Schlüssel und zieht einfach ein. Sogar eine kleine Sauna ist im Badezimmer vorhanden. Das Haus komplett renoviert. So, schauen wir mal weiter. Hier 50 Quadratmeter um 7,2 Millionen. Hier haben wir 100 Quadratmeter für 11,7 Millionen. Wie gesagt, das ist eigentlich noch der teure Bezirk, also der teure Komitat. Hier mit Pool. Schauen wir mal. Um 16 Millionen, das wäre ungefähr 50.000 Euro. Also hier hat man einen Pool. Also ein kleines Holzhaus oder so. Also, hier kommt man rein, Vorzimmer, dann hat man hier ein Zimmer. Dann ein weiteres Zimmer, Küche mit einer Abstellkammer. Dann von außen hat man hier noch eine Sommerküche, ein Nebengebäude und eine Garage. Das könnte man eigentlich alles von innen verbinden mit einem Durchbruch, Tür einbauen und statt dieser Tür Fenster einbauen. Und dann hätte man eigentlich ein großes Haus mit ja, vier Zimmern.
Und das um 50.000 Euro umgerechnet, circa. Aber wie gesagt, im Komitat Sollau gibt es weit günstigere. Also hier hat man schon wesentlich niedrigere Preise. Hier zum Beispiel, das ist die Nachbarortschaft von uns. Um 15,7 Millionen, also knapp 50.000. Hier hätte man auch schon die Möglichkeit, Gemüse anzubauen. Ist alles schon vorbereitet. Also ein echter Hit für Selbstversorger. Das Haus ist komplett renoviert. Das wäre Wohnzimmer, Essbereich, Esszimmer, Küche mit Plastikfenster, also wärmeisoliert. Hier das Badezimmer komplett erneuert. Hier hat man ein Zimmer, noch ein Schlafzimmer und noch ein Schlafzimmer. Und das ist das Wohnzimmer. Und hier Gartenbereich und hinten hätte man dann diesen Bereich, wo man schon Gemüse anpflanzen kann. Und hier ist das Grundriss des Hauses. Hier kommt man rein. Es ist das große Wohnzimmer, dann Küche mit einer kleinen Abstellkammer und dann hat man hier ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, hier ein kleines Zimmer, dann Badezimmer und WC extra. Und das für unter 60.000. So Leute, jetzt habt ihr gesehen, wo man nach Häusern suchen kann und wie auf der Seite Jofogage. Und ja, welche Komitate wichtig sind, beziehungsweise Bezirke wichtig sind für die jeweilige Suche. Und ja, dementsprechend muss man dann eben wählen und muss sich auch entscheiden, ob man schon ein Haus kaufen möchte, wo man einfach nur den Schlüssel übernimmt und dann einziehen kann, ohne dass man irgendwas machen muss. Gibt es auch, kostet mehr. Dann gibt es natürlich die günstigeren Häuser, günstigere Variante, wo man dann selber auch renoviert oder renovieren lässt. Und dann kostet es halt wesentlich weniger, aber man muss halt Kosten für die Renovierung mit einberechnen. So. Das war's jetzt von der Suche nach günstigen Häusern bzw. überhaupt nach angebotenen Häusern in Ungarn. Und ich hoffe, das Video war informativ. Und ja, freut euch auf das nächste Video. Wie gesagt, jeder kann hier auf meinem YouTube-Kanal Fragen stellen. Auf der Hauptseite im Menü oben unter Diskussion. Dort kann jeder eine Frage stellen und ich werde dann diese Fragen in jeweiligen Videos behandeln bzw. Informationen dazu liefern. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.